Firma hat im letzten Jahr 10 Millionen Dollar verdient. Diese hier 5 Millionen und die hier 3. Hier noch eine Firma. In diesen kleinen Räumen ist alles möglich. In diesen leeren Büroräumen sind Scheinfirmen angemeldet, über die Drogengelder gewaschen werden. Das Geld kommt von amerikanischen Straßendealern, Großhändlern, Drogenschmugglern und Zweigstellen der Kartelle. Jährlich fließen über 1,4 Milliarden Dollar nach Mexiko. Wir sprechen über Millionen pro Woche. Nun schreiten die US-Behörden dagegen ein. Ich sehe eine Menge Bargeld. Bei solchen Beträgen müssen die Kartelle immer neue Mittel und Wege finden, um schmutziges Geld zu waschen. Jetzt kann man das Geld deponieren. Zu schmuggeln. In so einem Fahrzeug kann man 1 Million Dollar verstecken. Und legal anzulegen. Hallo Chef, guten Abend. Wie viel? 20.000 Dollar. Okay, ich hol sie gleich ab. Uhr, Cancun, Mexiko. JC ist auf dem Weg, um dreckiges Drogengeld abzuholen. Es stammt aus Hunderten von Drogendeals in den USA. Die dortigen Gesamteinnahmen pro Jahr übersteigen die 100 Milliarden Dollar Marke. Daraus ergeben sich zwei Probleme: das Geld nach Mexiko zu bringen und es dort auf Bankkonten zu deponieren. Einige Kartellbosse haben zu Hause 200 bis 300 Millionen Dollar herumliegen. Sie können es weder ausgeben oder sonst wie nutzen. Hier kommt JC ins Spiel. Um ihre Profite nutzen zu können, müssen die Kartelle ihr Geld waschen, um es irgendwie in legale Gewinne zu verwandeln. JC gehört einer Armee von Finanzdienstleistern an, die das Geld der Kartelle bei Banken unterbringen sollen, ohne dessen Herkunft offenzulegen. Sobald er mitmacht, gibt es kein Zurück. Wer mit den Kartellen zusammenarbeitet und deren Gelder verwaltet oder umtauscht, kann nicht einfach wieder gehen. Die finden dich überall, kidnappen deine Familie und sagen dir ganz genau, was du zu tun hast. Falls nicht, bringen sie dich um. Das bedeutet, dass er rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Hier sind ca. 20.000. Ich habe 5 verschiedene Ausweise, mit denen ich die Dollars in den Wechselstuben umtausche. Die Ausweise wurden bei legalen Transaktionen heimlich kopiert. So kann JC beliebig oft Fremdwährungen wechseln. Die Kassiererin bekommt jedes Mal 200 Dollar. Sie gibt den Vorgang ins System ein und registriert das als normalen Geldumtausch eines ausländischen Touristen. JC nimmt die so erhaltenen mexikanischen Pesos an sich und übergibt sie dem Kartellboss. Damit ist das Geld sauber und seine Herkunft nicht mehr nachzuvollziehen. Diese mexikanischen Pesos können Sie nun problemlos auf der Bank deponieren. Das Bargeld kam ursprünglich aus dem fast 5000 Kilometer entfernten Chicago. Einem der größten Umschlagplätze für Drogen in den USA. Über Chicagos Schienen- und Autobahnnetz wird einerseits der Mittelwesten mit Drogen versorgt und andererseits die dort erzielten Einnahmen weitergeleitet. Die meisten Deals finden auf der South Side statt. Jeder Deal ist ein Tropfen in einem anschwellenden Fluss von Bargeld, der kurz darauf aus der Stadt abfließt. Der Drogenverkauf liegt in den Händen der Straßendealer. Du Idiot, hast es zugesagt. 30 Dollar habe ich da. Steck's dir ins Maul. Du hast den Stoff bekommen und musst ihn auch bezahlen. Wieder wurde ein Beutel Crack verkauft. Durch tausende solcher Deals täglich werden die mexikanischen Kartelle steinreich.
Ich bin jetzt 19 und mache das, seit ich 15 bin. Man muss sich selber helfen. Es hilft einem ja sonst keiner. Wir sind ohne Eltern aufgewachsen. Also sind wir unsere eigenen Vaterfiguren. Skillet steht ganz unten in der Nahrungskette. Er und tausende andere Dealer schaffen das schmutzige Geld heran. Doch erst wenn es gewaschen ist, kann es auch eingesetzt werden. Du hast 20? Ja. Skillet bekommt Crack auf Kommission und verkauft es für $10 pro Hit. Super, passt. Nach einem langen Tag beginnt im Trap House erst die eigentliche Arbeit. Die Einnahmen werden aufgeteilt. Die Crew nimmt sich ihren Teil zuerst. An 30 Gramm verdienen wir $400, die durch drei geteilt werden. Ein Stundenlohn von ca. $13. Aber die Masse macht's. Es ist nicht viel, aber es geht uns um schnellen Umsatz. Wir wollen gar nicht so viel verdienen, sondern den Umsatz steigern. Das restliche Bargeld geht an den Drogengroßhändler, also dem örtlichen Repräsentanten des Kartells. Der Betrag muss stimmen und das Geld schnell abgeliefert werden. Wir müssen ihm $1,200 bringen. Wenn du einen Kredit bei ihm aufnimmst, musst du auch zahlen. Falls nicht, taucht er ja auf und du landest auf dem Friedhof. Für diesen Betrag wird man sofort ausgepustet. Bei uns zählt nur das hier, falls man Besuch bekommt. Es gibt aber ein anderes Problem. Der Geldtransport ist gefährlicher als der Besitz von Drogen. Skillet ist nervös. Sein Großhändler ist erst in 12 Stunden erreichbar. Bis dahin muss er das Geld verwahren. Da draußen gibt es jede Menge hungriger Typen. Man muss ständig die Augen offen halten, um nicht von diesen Geiern umgelegt zu werden. Hier herrscht Krieg. Deshalb nennen wir die Stadt auch Chirac. Dein Freund haut dich für ein paar Dollar übers Ohr. Ohne meine Pistole gehe ich nicht aus dem Haus. Sonst wird man umgenietet. Skillets Freund Breeze hat die Waffe stets schussbereit und weiß damit umzugehen. Ich brauche sie andauernd. Die hier habe ich eingetauscht. Die alte war mir zu heiß, daher musste ich sie loswerden. Die ist mein Baby. Wie bei McDonald's. I'm loving it. Uns geht es nur ums Geld. Mehr wollen wir nicht. Im Großraum Chicago gibt es tausende dieser Trap Houses. Dort liegen Millionen von Dollar, die für Mexiko bestimmt sind. Falls es der örtlichen Polizei gelingt, diesen Geldfluss zu unterbrechen, treffen sie die Zwischenhändler und deren mexikanische Lieferanten gleichermaßen. Im nahen Lake County hat die Polizei genau das vor. Wir haben bei Scheinankäufen Crack für $100 gekauft. Sie wollen ein Trap House stürmen und das Bargeld beschlagnahmen. Die versuchen immer, ihre Einnahmen zu schützen. Gut, alles aufladen. Wir bekommen viele Tipps, wo solche Trap Houses sind. Das tut den Dealern richtig weh. Die meisten waren lange im Gefängnis. Die schreckt das nicht. Aber wenn man ihr Geld konfisziert, für das sie gearbeitet haben, trifft sie das am härtesten. Heute wollen sie das Bargeld eines Dealers beschlagnahmen, ehe der es nach oben weitergeben kann. Wir fahren wegen einer Hausdurchsuchung nach Gary, Indiana, und stecken die Bösen ins Gefängnis. Direkt vor diesem Auto. Pass auf das Fenster auf! Die Beamten blockieren alle Fluchtwege. Der Verdächtige ist bewaffnet und hat sich schon früher Festnahmen widersetzt. Doch der Rambock hilft nicht weiter. Sie verlieren wertvolle Zeit. Doch dann... Wir haben 2 Personen festgenommen. Schließlich werden der Mann und dessen Komplizin festgenommen. Wir haben sie. Leider finden sie nicht das, was den Dealern wirklich wehtun würde. Das Geld wäre schön gewesen, aber wir haben heute kein Glück. In Chicago versucht ein Dealer, seine jüngsten Einnahmen zu waschen.
Ich rühre keine Drogen an. Ich befasse mich jeden Tag nur hiermit. Kokain-Großhändler Peace Long teilt seine Einnahmen auf und schickt einen Teil an die mexikanischen Lieferanten. An diesem Abend will er $150.000 in einem hiesigen Nachtclub waschen. Ich lasse heute Abend 100 oder 150 in den Club bringen. Wir arbeiten täglich mit großen Summen. Wir tauschen es ein und werden so jeden Tag reicher. Doch allein das Geld dorthin zu bringen, reicht nicht. Es muss verpackt und versiegelt werden. Unser Fahrer wurde schon mal von den Cops angehalten. Und die Drogenhunde haben das Geld gefunden. Das hat mich 17.000 gekostet. Jetzt wird es gut verpackt und dick mit Vaseline bestrichen. Er geht kein Risiko mehr ein. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einer meiner Verkaufsstellen, um den Cheddar abzuholen. Zur Sicherheit immer eine Knarre mitnehmen. Mit Kokainlieferungen an Straßendealer macht der Drogenkönig Peace Long Millionen. Doch seine schmutzigen Gewinne kann er nicht ausgeben, ohne dass es jemandem auffällt. Der größte Betrag waren rund 1,5 Millionen. Das ist noch gar nicht so lange her. Um das Geld zur Bank bringen zu können, muss er einen glaubhaften Einkommensnachweis mitliefern. Andernfalls sind seine Crack-Gewinne nutzlos. Ich muss mich mit reichen Leuten zeigen, darf keinen Koks hochziehen und muss teuer gekleidet sein. Alles andere wird zu Hause erledigt. Um als seriöser Geschäftsmann zu gelten, veranstaltet er exklusive Club-Events. Da kommt viel Bargeld rein. Wir haben 2 bis 3 Events pro Woche, oft auch mehr. Die kleinsten bringen 10.000, die richtig großen 150 bis 200.000 Dollar. Um seine Drogengelder unterzubringen, fälscht er kurzerhand die Geschäftsbilanzen. Meine Einnahmen stammen aus Eintrittsgeldern, den Drinks und Konzertkarten. Doch alle Ausgaben werden schon vorher mit Drogengeldern beglichen. So wird innerhalb von Stunden das schmutzige Geld perfekt gewaschen. Durch die getürkten Einnahmen aus Konzerten, Restaurantbetrieb und Drinks hat er die wahre Herkunft des Geldes verschleiert. Den Scheck kann er nun zur Bank bringen. Wie geht's? Ich komme gerade von einem Mega-Event und habe 150.000 verdient. So steht es auf dem Scheck. So wird aus dreckigem Drogengeld ein sauberer Gewinn. Keiner beherrscht dieses Spiel so gut wie ich. Peace Long hat zwar seinen Anteil gewaschen, doch er muss auch noch seine Drogenlieferanten bezahlen. Derart hohe Überweisungen erregen schnell die Aufmerksamkeit der US-Finanzbehörden. Die bekommen jeden hohen Transfer mit. Die sind im Bilde, glaub mir. Strikte Bankgesetze und die allgegenwärtige DEA zwingen ihn dazu, mit dem Geld seiner Lieferanten vorsichtig umzugehen. Deshalb setzen Großhändler wie er auf ein weiteres Element der Geldwäsche. Eine Armee von Kurieren steht bereit, um das Bargeld über die Grenze zu schaffen. Sonderermittler der US-Heimatschutzbehörde versuchen, den Transfer schmutzigen Geldes nach Mexiko zu unterbinden. Das ist ein sichergestelltes Fahrzeug, das vom Südwesten der USA nach Mexiko unterwegs war. Doch es ist kein normaler SUV. Man startet das Fahrzeug, aktiviert die Heckscheibenheizung und über eine Magnetschaltung hebt sich der hintere Teil des Kofferraumbodens. Ein Hohlraum wird sichtbar. Nachrüstungen wie diese halten die Beamten des Heimatschutzes auf Trab. Dieser Hohlraum bietet ausreichend Platz, um 1 Million in Bar zu verstecken. Auch nahe Chicago ist der Heimatschutz auf der Jagd nach schmutzigem Geld. Wir sind Sonderermittler des US-Heimatschutzes. Und wir versuchen, die Transfers von Gewinnen aus dem Drogenhandel nach Mexiko und Kolumbien nachzuvollziehen. Special Agent Popovic ist auf dem Weg zu einem Stripclub, in dem Mitglieder des Kartells schon früher große Summen übergeben haben. In den letzten 10 Jahren hat unser Team im Jahr durchschnittlich 10 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Oft werden größere Mengen schmutzigen Geldes am helllichten Tag übergeben. Das sind öffentliche Parkplätze. Die Kartelle wollen ja anonym bleiben. Wir konnten beobachten, wie Mitglieder der Kartelle ganze Säcke mit Bargeld an ihre Geschäftspartner übergeben haben. Verstanden, ich bin 3 Reihen von dem Typ entfernt. Das geht ganz einfach. 2 Autos parken nebeneinander, ein Kofferraum öffnet sich und man verlädt eine Sporttasche in das andere Fahrzeug. Ein Latino in weißem T-Shirt öffnet die hintere Autotür und gibt dem Undercover-Ermittler eine Tasche. In einer perfekten Welt wüssten wir genau, wer da gerade das Geld übergibt. Wir werden denjenigen verfolgen und so den Geldfluss des Kartells unterbrechen. Ein Afroamerikaner legt die Tasche in den Kofferraum und steigt wieder in den Truck. Alle glauben, das würde nur in ärmeren Stadtvierteln passieren. Es kommt aber überall, auf praktisch jedem Parkplatz vor. Er fährt los. Man schätzt, dass zwischen 20 und 40 Milliarden Dollar an Drogengeldern bewegt werden. Bei diesen gewaltigen Summen müssen jedes Mal mindestens 100.000 Dollar den Besitzer wechseln. Also gehen sie das Risiko ein und transportieren das Geld mit Privatfahrzeugen. Um den Polizeikontrollen auszuweichen, setzen die Kartelle Tausende von Geldkurieren ein. Bei einem Laster gibt es unzählige Möglichkeiten, etwas zu verstecken. In diesen Reifen könnten 10 oder 15 Päckchen versteckt sein. Von hier bis hierher ist genug Raum für geheime Einbauten. Schon wegen der vielen Zwischenwände. Die Jungs denken sich immer neue Verstecke aus. Spence checkt seinen Laster nochmal durch, ehe er für das Kartell Drogengelder nach Houston bringt. Er kann Millionen von Dollar in seinem Lastwagen verstecken. Ich mache alle 3 Monate so eine Fahrt. Eine einfache Sache. Die Fahrt dauert 2 Tage. Von Chicago nach Houston bin ich 22 Stunden unterwegs. Da die direkte Route von Chicago nach Süden streng kontrolliert wird, nimmt er die I-65 über Lake County, Indiana. Doch auch dort liegt die Polizei auf der Lauer. Wir wissen, dass hier große Bargeldsummen für Mexiko durchkommen. Sergeant Stewart ist seit über einem Jahrzehnt auf Indianas Fernstraßen unterwegs. Er weiß, wie man schmutziges Geld aufspürt. Jährlich beschlagnahmen wir zwischen 0,5 und 1 Million in Bar. Ich nehme sie wegen des Transports illegalen Bargeldes fest. Doch nur ein erfahrenes Auge pickt auch die richtigen Fahrzeuge heraus. Jede Minute fahren hier Hunderte von Autos vorbei, aus denen wir die richtigen herausfischen wollen. Ich sehe verdächtige Fahrzeuge schon lange, bevor sie mich wahrnehmen. Denn ich sitze nur da und beobachte. Wenn ein Krimineller mich sieht, habe ich ihn schon längst im Visier. Viele von ihnen zeigen instinktive Angstreaktionen, die durch einschießendes Adrenalin verursacht werden. Plötzlich machen sie Dinge, die den normalen Verkehrsfluss beeinträchtigen. Ich hatte das Gefühl, auf dem Highway verfolgt zu werden. Es war, als würde mich jemand beobachten. Manchmal ist man ja so paranoid drauf. Sollte Spence mit Drogengeldern erwischt werden, muss er mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Die Kartelle sind knallharte Organisationen, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Die Jagd beginnt. Dieses Fahrzeug sehe ich mir genauer an. Als es näher kam, fuhr es zu dicht auf den Vordermann auf. Sergeant Stewart, ein Sheriff des Lake County in Indiana, verfolgt auf der I-65 ein verdächtiges Fahrzeug. Mal sehen, was mit ihm los ist. Er nähert sich vorsichtig. Manche Geldkuriere verteidigen ihre Ladung auch mit Waffengewalt.
Wissen Sie, dass Ihre Bremslichter kaputt sind und das Nummernschild runterhängt? Ist Ihr Führerschein gültig? Nein, er ist abgelaufen. Nicht gültig? Steigen Sie mal aus und wir sehen ihn uns an. Vorne einsteigen. Als der Fahrer neben ihm sitzt, riecht der Sheriff etwas. Schon mal Ärger wegen Gras gehabt? Nein. Ich frage nur, weil Sie nach Gras riechen. Haben Sie heute etwas geraucht? Jemand in meiner Nähe hat was geraucht. Haben Sie Gras im Auto? Nein, ich habe kein Gras dabei. Sergeant Stewart nimmt sich nun den Beifahrer vor. Also, Ihr Freund sagte, jemand hätte neben ihm Gras geraucht. Er riecht noch nach Gras. Wir haben kein Gras im Auto. Ich sagte, er riecht danach. Ach, er riecht danach. Stecken Sie Ihren Kopf herein und riechen Sie selbst. Haben Sie Gras im Auto? Nein, wir haben kein Gras im Auto. Da er keine stichhaltigen Beweise hat, kann Stewart kaum etwas unternehmen. Ihr Führerschein ist okay, also fahren Sie die restliche Strecke. Was dagegen? Nein, Sir. Da er lieber größere Fische fängt, lässt er sie weiterfahren. Die schienen okay zu sein. Im Auto selbst konnte ich nichts riechen. Ich glaube, da wäre ich auch nicht fündig geworden. Doch am nächsten Morgen erlebt Stewart eine Überraschung. Er sieht etwas, das ihm bekannt vorkommt. Es ist dasselbe Fahrzeug mit dem defekten Bremslicht und dem gleichen Beifahrer, das er bereits gestern angehalten hatte. Wie geht's? Er wollte unser Auto durchsuchen, aber ich denke, er hat kein Recht dazu. Er konnte kein Gras riechen, weil wir keins haben. Doch mit dem Fahrer stimmt etwas nicht. Die Drogenspürhunde kommen zum Einsatz. Hat der Hund im Auto angeschlagen? Ja. Dann durchsucht ihn, falls es nötig ist. Die Polizisten gehen von Drogenmissbrauch aus. Sollte der Fahrer Gras transportieren, droht ihm eine Gefängnisstrafe. Da fällt Sergeant Stewart etwas in der Tasche des Verdächtigen auf. Sie haben eine Menge Bargeld dabei. Wieso? Das ist nur Geld. Wie viel ist das? Das ist das Geld meiner Freundin für die Steuer. Ihrer Freundin? Ja. Und wie viel? In etwa $5,500. Eine derart große Summe macht Stewart misstrauisch. Der Mann könnte Drogen und Geld transportieren. Wieso haben Sie die Steuerzahlung Ihrer Freundin in der Tasche? Weiß sie das? Ja. Sie vertraut Ihnen? Ja. Prima Freundin. Sind Sie arbeitslos? Ich habe keinen Job. Keinen Job. Sie hält sie also aus. Na dann. Okay. Da Sie keine Drogen finden, müssen Sie ihn erneut laufen lassen. Lassen Sie die Bremsleuchten reparieren, sonst werden Sie ständig angehalten. Die Polizei kann bei Verdacht jeden Betrag über $10,000 beschlagnahmen. Doch $5,500 sind kein Straftatbestand. Viele dieser Kleinkriminellen fahren zwischen benachbarten Großstädten mit $10,000 bis $20,000 hin und her. Bei solchen Beträgen passiert ihnen nicht viel. Die Polizei beschlagnahmt nur einen Bruchteil des 100 Milliarden Umsatzes aus dem US-Drogenhandel. Es wird schätzungsweise nur 1% der auf den Fernstraßen transportierten Drogengelder der mexikanischen Kartelle beschlagnahmt. Das spüren die kaum. Knapp 500 Kilometer weiter südlich hat Spence ein Drittel des Weges nach Houston bereits geschafft. So wie viele andere Kuriere hat auch er Drogengelder dabei, die von den Kartellen gewaschen werden müssen. Vor der mexikanischen Grenze wird das Geld speziell verpackt. Ich bin sozusagen die Bank der Dealer. Als Buchhalter bringe ich das Geld dorthin, wo es hin soll. Capo koordiniert den Transport des schmutzigen Geldes, das von überall her nach Houston fließt. Wir gelten als absolut zuverlässig. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Einnahmen aus Atlanta, Miami, New York, New Jersey und Chicago auch hier ankommen.
New Yorks, New Jersey and Chicago. Er wartet darauf, dass Spins und ein Dutzend weitere Geldkuriere liefern. Später wird das Geld nach Mexiko gebracht. Eine schwierige Woche an der Grenze. Wir sollen 100 oder 200.000 rüberbringen. Das sind Millionen pro Woche. Capo schmuggelt das Geld über die Grenze nach Nuevo Laredo. Doch im Augenblick gibt es Probleme. Die Bandenkriege in Mexiko gehen in den USA weiter. Die Reviere des Sinaloa- und des Golfo-Kartells überschneiden sich hier. Capo arbeitet für das Golfkartell, das auch Nuevo Laredo kontrolliert. Der Krieg mit dem Sinaloa-Kartell macht den Schmuggel von Drogengeldern nicht eben leichter. Es geht darum, wer die Grenzregion unter seiner Kontrolle hat. Daher hat Capo mehrere Bodyguards. Niemand möchte allein sterben. Deshalb ist meine Familie immer dabei. Ich bin nie ohne Bodyguards unterwegs. Wir tun alles füreinander. Angeblich schmiert er auch die Polizei. Viele Cops sind käuflich. Das klingt zwar traurig, aber... Offensichtlich schießt jemand um sich. Schüsse sind in unserem Viertel ganz normal. Capos Leute können den Schützen nicht finden. Wir nennen es nicht umsonst Ground Zero. Unser Klein-Mexiko ist eben eine gefährliche Gegend. Der Schuss könnte harmlos oder eine Warnung des konkurrierenden Kartells sein. Doch Capo macht sich nur um eines Sorgen. Ich habe nur Angst um unser Geld. Einige meinen, ich hätte als Buchhalter einen leichten Job, von wegen. Denn ich verwahre das, was alle wollen. Capo muss das Geld des Kartells über die Grenze schmuggeln. Zuvor nimmt er in Houston die Bargeldlieferungen der Kuriere entgegen. Wir vertrauen es am liebsten nur Leuten an, die zu unserer Organisation oder sonst wie zu unserer Familie gehören. Wenn es um viel Geld geht, weiß man nie, ob jemand damit abhaut. Es ist doch so, wer in Schwierigkeiten gerät, verschwindet spurlos. Wenn es um große Bargeldsummen geht, vertraut er nur einem Mann. Wir haben beim Einsammeln des Geldes eine bestimmte Vorgehensweise. Dadurch können wir möglichst bald wieder nach Mexiko zurück. V-Star soll schmutziges Geld über die Grenze bringen. Doch zuvor trifft er in Houston Geldkuriere aus allen Ecken des Landes, die ihre Schulden beim Kartell begleichen müssen. Das läuft reibungslos. Wir nehmen in einer Nacht leicht mal 40.000 bis 50.000 Dollar ein. Sollte einer der Kuriere nicht erscheinen, ist er in Schwierigkeiten. Tödlichen Schwierigkeiten. Wer dem Kartell Geld schuldet, muss mit allem rechnen. Entweder sage ich in Mexiko Bescheid, oder die schicken jemanden, um demjenigen den Kopf abzuhacken. Wir müssen diesen Beutel mit Barem füllen. Man darf niemandem etwas schuldig bleiben. Wenn das Kartell sagt, spring, fragt man, wie hoch? Alles klar? Also, wir fahren gleich weiter. Als immer mehr Geld hereinkommt, wird V-Star nervös. Bei uns muss man immer aufpassen, wer einem an den Kragen gehen könnte. Wo man hinschaut, sieht man armselige Typen, die nichts zu verlieren haben. Es kann alles passieren und das macht mir Angst. Solche Typen warten nur drauf, irgendwen ausrauben zu können. Nach 3 Stunden hat er seine Runde beendet und rechnet mit Capo ab. Innerhalb weniger Stunden habe ich 35.000 Dollar eingesammelt. Wenn das 2-3 Tage so weitergeht, können wir nächste Woche wieder nach Mexiko zurückfahren. Wir wollen nach 2 Wochen weiterziehen. Da der Bedarf da ist, müssen wir neue Ware heranschaffen. Das Geld muss immer in Bewegung bleiben. Ein unaufhörlicher Kreislauf. Gerade hat Capo mit seinen Bossen in Mexiko telefoniert. Wieder einer dieser Schnellschüsse, der morgen erledigt werden muss. Er soll eine große Summe Bargeld quer durch die Stadt schaffen. Egal, ob es 3 Uhr morgens ist, wenn wir die Jungs anrufen, müssen sie rangehen. Und das Geld muss stimmen.
Gerade wird sein Auto präpariert. Das ist eines jener kleinen Verstecke, in denen wir unser Bargeld sicher transportieren können. Zuerst kaufen wir die Einzelteile und schweißen sie zusammen. Der Behälter wird später versiegelt, damit er geruchsneutral und feuerfest ist. Die Seitenplatte wird mit dem Rahmen verschweißt. Meine Jungs präparieren Benzintanks, setzen Zwischenböden ein und nutzen die Airbags. So wie bei MacGyver. Die gestrige Schießerei lässt Capo philosophisch werden. Man verliert immer wieder Familienmitglieder. Es kann jeden Tag vorbei sein, aber was soll's. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Doch beim Transport derartiger Summen geht er lieber auf Nummer sicher. Meine Späher an der Straße haben grünes Licht gegeben. Bei der geringsten Gefahr erhält er einen Anruf. Wir sind immer in Gefahr. Aber wie er schon sagt, man kann jederzeit sterben, egal in welchem Job. Einer seiner Späher hat Neuigkeiten. Capo will Millionen Dollar des Drogenkartells durch die Stadt transportieren, als sein Späher anruft. Ein Fehlalarm. Die Crew kann den Einbau des Geldverstecks in ihrem Auto fortsetzen. Er hat gleich alles zusammengeschweißt. Nach dem Einbau können wir alles Mögliche darin unterbringen. Young Boss baut für Capo die Behältnisse ein. In diesem kleinen Versteck können wir gut 125.000 Dollar unterbringen. Und in diesem Fahrzeug könnten 1 Million Dollar liegen. Nach dreistündiger Arbeit bedarf es nur noch einiger Handgriffe. So, das war's. Einfach perfekt. Passte genau rein. Nun kann das Geld transportiert werden. Wir fahren quer durch die Stadt. Aber selbst wenn wir nur die Straße runterfahren, müssen wir höllisch aufpassen. Wie aufregend. Nach dem Einbau wird das Auto sofort eingesetzt. Doch für die Fahrt nach Mexiko muss das Geld noch präpariert werden. Jetzt muss ich mich um meinen Job kümmern. Vistas Büro in Houston ist die Schaltstelle für den Bargeldschmuggel nach Mexiko. Hier kommen die Einnahmen aus Texas und anderen Bundesstaaten zusammen. Der letzte Sack kam aus Chicago. Capos Geld wird luftdicht versiegelt, damit die Polizeihunde es nicht riechen können. Das ist der letzte Beutel. Nun können wir mit dem Geld bald nach Mexiko fahren. Das Überqueren der Grenze ist der riskanteste Teil des Geldtransports. Vistar benutzt dafür einen blitzblanken schwarzen SUV und versucht, cool zu bleiben. Stets angeschnallt bleiben und rechtzeitig blinken. Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, fällt auf und wird angehalten. Sobald man sich der Grenzstation nähert, darf man nicht nervös werden. Auch die Fragen der Zöllner müssen glaubwürdig beantwortet werden. Was machen Sie in Mexiko? Wie lange bleiben Sie dort? Wer verdächtig erscheint, wird rausgewunken und dessen Fahrzeug gründlichst untersucht. Da kennen die Cops keinen Spaß. Für die Fahrt von Houston nach Laredo braucht Vista 5 Stunden. Die Stadt ist über 5 Brücken mit Mexiko verbunden. 2 für Personenwagen, eine Eisenbahnbrücke und 2 für Lastwagen. Der meistfrequentierte Grenzübergang der USA ist ein Paradies für Schmuggler. Haben Sie Waffen, Munition oder Waffenteile dabei? Oder mehr als 10.000 Dollar? Eine Spezialeinheit mehrerer US-Behörden soll den Strom von Drogengeldern nach Mexiko aufhalten. Die passierenden Fahrzeuge werden mittels Hightech-Scannern nach Geldverstecken durchsucht. Doch die Kartelle haben immer neue Tricks in petto. Die größte Herausforderung sind für uns die Späher.
Officer Hernandez arbeitet an der ersten Brücke in der Innenstadt, wo auch das Kartell seine Späher postiert hat. Es ist schwer, bestimmte Fahrzeuge auf der Brücke im Blick zu behalten. Wie man sieht, passieren jede Menge Fußgänger die Grenze. Sobald die Späher uns sehen, geben sie Alarm. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass Fahrzeuge plötzlich umdrehen und zurückfahren. Das macht unseren Job so schwierig. Die Kartelle haben an strategischen Punkten entlang der Grenze Späher postiert. Über Sprechfunk informieren sie die Schmuggler über die Positionen der sogenannten ATZ-Teams. Da täglich Tausende von Menschen und Transportfahrzeugen hier durchkommen, können die Beamten nur Stichproben machen. Haben Sie Waffen, Munition oder Waffenteile dabei? Nein. Früher war das einfacher. Ein Mann passierte die Grenze von Norden nach Süden, also nach Mexiko hinein. Heute schmuggelt praktisch jeder. Man hat keinen klar definierten Täterkreis mehr. Ganze Familien versuchen, Geld nach Mexiko zu schmuggeln. Alte, junge und auch jene, von denen man es nicht vermuten würde. Alle sind potenziell verdächtig. Er registriert einen einzigen Mann in einem schwarzen SUV. Der BMW. Haben Sie Waffen, Munition oder Waffenteile dabei? Nein. Oder mehr als $10,000? Nein. Der Wagen wird herausgewunken. Ein teurer SUV, der tief nach Mexiko hineinfährt, ist ungewöhnlich. Die erste Durchsuchung verläuft ergebnislos. Wir lassen das Auto auf der zweiten Brücke röntgen. Officer Hernandez will das Fahrzeug per Röntgengerät nach eingebauten Geldverstecken untersuchen lassen. Das Auto ist mir zu sauber. Nach Meinung der Kriminellen werden teure Autos nur selten untersucht. Doch das Unerwartete bringt manchmal die besten Ergebnisse. Es ist ein 2008er BMW X5. Der Grenzbeamte Hernandez hat ein verdächtiges Fahrzeug herausgewunken. Da es Drogengelder nach Mexiko transportieren könnte, wird es mittels Röntgentechnik untersucht. Der einzige Insasse kommt aus Houston und sagt, er wäre Autohändler. Die Geschichte des Mannes ist unglaubwürdig. Ohne Schutz des Kartells würde man ihn in Mexiko wegen seines teuren Autos ausrauben oder entführen. Die Röntgenaufnahme soll zeigen, ob in das Fahrzeug ein geheimes Geldversteck eingebaut ist. Bis jetzt sieht alles gut aus. Wir haben nichts gefunden. Das einzig Verdächtige war der Fahrer selbst. Sie lassen ihn frei. Bei 26.000 Fahrzeugen pro Tag hat man kaum die Chance, einen Geldkurier auf frischer Tat zu ertappen. Vista passiert die Grenze und fährt mit dem schmutzigen Geld nach Cancun. Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Geldwäsche gelungen. Jedes Jahr besuchen 4 Millionen Touristen den Badeort Cancun. Ihnen ist nicht bewusst, dass mit ihrer Hilfe schmutziges Geld gewaschen wird. Aber das will dieser Mann ändern. Die Tourismusindustrie in Cancun wurde mit Drogengeldern finanziert. Die mächtigsten Kartelle nutzen den Tourismus, um ihre schmutzigen Dollars zu waschen. Pedro untersucht die Geldwäsche der Kartelle in Cancun. In Cancun gibt es etwa 45.000 Hotelzimmer. Er glaubt, dass 10% dieser Zimmer nur deshalb leer bleiben, weil die Kartelle so ihre schmutzigen Gelder waschen können. Bei 45.000 Hotelzimmern und $100 pro Übernachtung und das 12 Monate im Jahr lassen sich riesige Beträge reinwaschen. Dazu kommt noch, was in den Restaurants und Bars etc. so umgesetzt wird. Die akzeptieren oft nur Bargeld. Deshalb waschen die großen Kartelle ihr Geld bevorzugt hier. Dieses Geschäftsmodell wird in ganz Mexiko kopiert.
Niemand wird zugeben, dass die mexikanische Wirtschaft seit 15 Jahren vom Geld der Drogenbarone profitiert. Viele legale Firmen sowie große Infrastrukturprojekte wurden und werden mit Drogengeldern finanziert. Heute will Pedro eine der lukrativsten Geldwäschemethoden untersuchen. Die Drogenkartelle waschen ihre Einnahmen gerne mit Hilfe eigener Baufirmen. Doch seine Ermittlungen werden schnell gestoppt. Als wir Fragen stellten, tauchten bewaffnete Sicherheitsleute auf und haben uns verjagt. Wir können nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, denn auch die ist bestechlich. Also schaut man weg, um nicht sein Leben oder das seiner Familie zu riskieren. Pedro geht große Risiken ein, ermittelt aber trotzdem weiter. Diese Gebäude haben keinen Besitzer und stehen komplett leer. Sie wurden nur zum Zwecke der Geldwäsche errichtet. Sobald das Gebäude fertig ist, verkauft die Baufirma des Kartells das Haus an eine andere Scheinfirma. Der Gewinn kann als legale Einnahme eingezahlt werden. Die Spur des Geldes bringt Pedro jedoch kaum weiter. Es gibt da die Baufirma, die offiziell dem Golfkartell gehört. Sie existiert aber nur auf dem Papier. Es gibt nicht mal einen offiziellen Firmensitz. Hinter dieser Fassade sorgen hunderte korrupter Buchhalter und Anwälte dafür, dass Leute wie Pedro das Geld niemals bis zu den Kartellen zurückverfolgen können. Diese Firma hat im letzten Jahr 10 Millionen Dollar verdient. Die hier 5 Millionen und die hier 3. Hier noch eine Firma. In diesen kleinen Räumen ist alles möglich. Sylvia ist eine der erfahrensten Geldwäscher in Cancun. Bei ihr schließt sich der Geldkreislauf. Sylvia schleust die schmutzigen Milliarden der Kartelle in das mexikanische Bankensystem ein. Wir gründen Firmen, wenn auch nur auf dem Papier. Das erreicht sie mit komplexen Finanzkonstrukten. Sobald das Geld zu unserem Klienten zurückkommt, ist es eine legale Einnahme. Wir erhalten einen kleinen Anteil und alle Gewinne. Und diese Gewinne sind immens. Wir können Milliarden von Pesos generieren. Allein letztes Jahr waren es 50 Milliarden. Gerade hat sie 10 Millionen Dollar in bar entgegengenommen, die sie waschen soll. Dieses Geld könnte aus dem Drogenschmuggel oder Ähnlichem stammen. Aber das sollen und wollen wir auch nicht wissen. Nach einer fast 5000 Kilometer weiten Reise über Grenzen hinweg ist das schmutzige Geld nun sauber. Doch der Kreislauf beginnt von neuem. Von den Drogendealern in den USA über die Späher und Kuriere, die es über die Grenze bringen, bis hin zu den Buchhaltern der Kartelle in Mexiko. Die Welle aus Milliarden von Dollar schmutzigen Geldes wird Mexiko auch weiterhin überfluten. Die meisten Deals finden auf der South Side statt. Jeder Deal ist ein Tropfen in einem anschwellenden Fluss von Bargeld, der kurz darauf aus der Stadt abfließt. Der Drogenverkauf liegt in den Händen der Straßendealer. Du Idiot, hast es zugesagt. $30 habe ich da. Steck's dir ins Maul. Du hast den Stoff bekommen und musst ihn noch bezahlen. Wieder wurde ein Beutel Crack verkauft. Durch tausende solcher Deals täglich werden die mexikanischen Kartelle steinreich. Ich bin jetzt 19 und mache das, seit ich 15 bin. Man muss sich selber helfen. Es hilft einem ja sonst keiner. Wir sind ohne Eltern aufgewachsen. Also sind wir unsere eigenen Vaterfiguren.
Skillet steht ganz unten in der Nahrungskette. Er und tausende andere Dealer schaffen das schmutzige Geld heran. Doch erst wenn es gewaschen ist, kann es auch eingesetzt werden. Du hast 20? Ja. Skillet bekommt Craig auf Kommission und verkauft es für $10 pro Hit. Super, passt. Nach einem langen Tag beginnt im Trap House erst die eigentliche Arbeit. Die Einnahmen werden aufgeteilt. Die Crew nimmt sich ihren Teil zuerst. An 30 Gramm verdienen wir $400, die durch drei geteilt werden. Ein Stundenlohn von ca. $13. Aber die Masse macht's. Es ist nicht viel, aber es geht uns um schnellen Umsatz. Wir wollen gar nicht so viel verdienen, sondern den Umsatz steigern. Das restliche Bargeld geht an den Drogengroßhändler, also dem örtlichen Repräsentanten des Kartells. Der Betrag muss stimmen und das Geld schnell abgeliefert werden. Wir müssen ihm $1,200 bringen. Wenn du einen Kredit bei ihm aufnimmst, musst du auch zahlen. Falls nicht, taucht er ja auf und du landest auf dem Friedhof. Für diesen Betrag wird man sofort ausgepustet. Bei uns zählt nur das hier, falls man Besuch bekommt. Es gibt aber ein anderes Problem. Der Geldtransport ist gefährlicher als der Besitz von Drogen. Skillet ist nervös. Sein Großhändler ist erst in 12 Stunden erreichbar. Bis dahin muss er das Geld verwahren. Da draußen gibt es jede Menge hungriger Typen. Man muss ständig die Augen offen halten, um nicht von diesen Geiern umgelegt zu werden. Hier herrscht Krieg. Deshalb nennen wir die Stadt auch Chirac. Dein Freund haut dich für ein paar Dollar übers Ohr. Ohne meine Pistole gehe ich nicht aus dem Haus. Sonst wird man umgenietet. Skillets Freund Breeze hat die Waffe stets schussbereit und weiß damit umzugehen. Ich brauche sie andauernd. Die hier habe ich eingetauscht. Die alte war mir zu heiß, daher musste ich sie loswerden. Die ist mein Baby. Wie bei McDonald's. I'm loving it. Uns geht es nur ums Geld. Mehr wollen wir nicht. Im Großraum Chicago gibt es tausende dieser Trap Houses. Dort liegen Millionen von Dollar, die für Mexiko bestimmt sind. Falls es der örtlichen Polizei gelingt, diesen Geldfluss zu unterbrechen, treffen sie die Zwischenhändler und deren mexikanische Lieferanten gleichermaßen. Im nahen Lake County hat die Polizei genau das vor. Wir haben bei Scheinankäufen Crack für $100 gekauft. Sie wollen ein Trap House stürmen und das Bargeld beschlagnahmen. Die versuchen immer, ihre Einnahmen zu schützen. Gut, alles aufladen. Wir bekommen viele Tipps, wo solche Trap Houses sind. Das tut den Dealern richtig weh. Die meisten waren lange im Gefängnis. Die schreckt das nicht. Aber wenn man ihr Geld konfisziert, für das sie gearbeitet haben, trifft sie das am härtesten. Heute wollen sie das Bargeld eines Dealers beschlagnahmen, ehe der es nach oben weitergeben kann. Wir fahren wegen einer Hausdurchsuchung nach Gary, Indiana, und stecken die Bösen ins Gefängnis. Direkt vor diesem Auto. Pass auf das Fenster auf! Die Beamten blockieren alle Fluchtwege. Der Verdächtige ist bewaffnet und hat sich schon früher Festnahmen widersetzt. Doch der Rambock hilft nicht weiter. Sie verlieren wertvolle Zeit. Doch dann... Wir haben 2 Personen festgenommen. Schließlich werden der Mann und dessen Komplizin festgenommen. Wir haben sie. Leider finden sie nicht das, was den Dealern wirklich wehtun würde. Das Geld wäre schön gewesen, aber wir haben heute kein Glück. In Chicago versucht ein Dealer, seine jüngsten Einnahmen zu waschen. Die Firma hat im letzten Jahr $10 Millionen verdient. Diese hier 5 Millionen und die hier 3.
Hier noch eine Firma. In diesen kleinen Räumen ist alles möglich. In diesen leeren Büroräumen sind Scheinfirmen angemeldet, über die Drogengelder gewaschen werden. Das Geld kommt von amerikanischen Straßendealern, Großhändlern, Drogenschmugglern und Zweigstellen der Kartelle. Jährlich fließen über 1,4 Milliarden Dollar nach Mexiko. Wir sprechen über Millionen pro Woche. Nun schreiten die US-Behörden dagegen ein. Ich sehe eine Menge Bargeld. Bei solchen Beträgen müssen die Kartelle immer neue Mittel und Wege finden, um schmutziges Geld zu waschen. Jetzt kann man das Geld deponieren. Zu schmuggeln. In so einem Fahrzeug kann man eine Million Dollar verstecken. Und legal anzulegen. Hallo Chef, guten Abend. Wie viel? 20.000 Dollar. Okay, ich hol sie gleich ab. Uhr, Cancun, Mexiko. JC ist auf dem Weg, um dreckiges Drogengeld abzuholen. Es stammt aus Hunderten von Drogendeals in den USA. Die dortigen Gesamteinnahmen pro Jahr übersteigen die 100 Milliarden Dollar Marke. Daraus ergeben sich zwei Probleme: das Geld nach Mexiko zu bringen und es dort auf Bankkonten zu deponieren. Einige Kartellbosse haben zu Hause 200 bis 300 Millionen Dollar herumliegen. Sie können es weder ausgeben oder sonst wie nutzen. Hier kommt JC ins Spiel. Um ihre Profite nutzen zu können, müssen die Kartelle ihr Geld waschen, um es irgendwie in legale Gewinne zu verwandeln. JC gehört einer Armee von Finanzdienstleistern an, die das Geld der Kartelle bei Banken unterbringen sollen, ohne dessen Herkunft offenzulegen. Sobald er mitmacht, gibt es kein Zurück. Wer mit den Kartellen zusammenarbeitet und deren Gelder verwaltet oder umtauscht, kann nicht einfach wieder gehen. Die finden dich überall, kidnappen deine Familie und sagen dir ganz genau, was du zu tun hast. Falls nicht, bringen sie dich um. Das bedeutet, dass er rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Hier sind ca. 20.000. Ich habe 5 verschiedene Ausweise, mit denen ich die Dollars in den Wechselstuben umtausche. Die Ausweise wurden bei legalen Transaktionen heimlich kopiert. So kann JC beliebig oft Fremdwährungen wechseln. Die Kassiererin bekommt jedes Mal 200 Dollar. Sie gibt den Vorgang ins System ein und registriert das als normalen Geldumtausch eines ausländischen Touristen. JC nimmt die so erhaltenen mexikanischen Pesos an sich und übergibt sie dem Kartellboss. Damit ist das Geld sauber und seine Herkunft nicht mehr nachzuvollziehen. Diese mexikanischen Pesos können Sie nun problemlos auf der Bank deponieren. Das Bargeld kam ursprünglich aus dem fast 5000 Kilometer entfernten Chicago. Einem der größten Umschlagplätze für Drogen in den USA. Über Chicagos Schienen- und Autobahnnetz wird einerseits der Mittelwesten mit Drogen versorgt und andererseits die dort erzielten Einnahmen weitergeleitet.